da kriegt sie wieder nicht gehalten, die Abwehrspielerin. Und es trifft erneut Franziska Hepple. Wie weit wäre es mal ein Mittel, da einen halben Schritt rauszugehen, die Offensive anzunehmen, weil sonst wird es ihr wirklich zu einfach gemacht. Erneutes Unterzahlspiel für den TuS Lindfort. Aber gut, diesmal nach außen rausgespielt und dann trifft sie auch mal von links außen Position. Vanessa Dings mit ihrem ersten Tor zum 12:5. Und auf der anderen Seite wird es Ludmilla Jemacek wieder relativ einfach gemacht durch Passivität hinten. Sie trifft zum 13:5. Ja, wenn das nicht ganz schnell abgestellt wird, dann wird das hier sehr, sehr schwer für den TuS Lindfort, hier die Tore zu verhindern. Torhüterinnen sind auch noch nicht wirklich im Spiel. Ganz im Gegenteil zu der Torhüterin von der TSG Wismar, Antje Borkowski, die reihenweise die Bälle wegnimmt. Hier mal eine gute Einzelaktion, Wurftäuschung angesetzt. Vanessa Idelberger. Und erneut eine 2-Minuten-Strafe für die Nummer 17, Fabienne Voss. Und 7 Meter herausgeholt, Franka Kühne. Das heißt, wir sehen jetzt doppelte Unterzahl bei der TuS Lindfort. Während Marina Bratenkova schon das Wechseln anfängt. Ludmilla Jemacek kam nochmal zu diesen 7 Meter, geht jetzt raus. Sie macht Platz für Susanne Möller, die jetzt ihre Position auf der Mitte übernehmen wird. Hier sehen wir jetzt nochmal, TuS Lindfort spielt mit 4 Spielerinnen. Eine wird offensiv rausgenommen durch Stefanie Lars. Das heißt also, wir haben 3 Angriffsspielerinnen. Jetzt 4, weil die Nummer 14 von Lindfort hereinkommt. Das heißt jetzt also 5 gegen 6. Und trotzdem gelingt es ihm, im Unterzahl den Kreisläufer frei zu spielen. Und Tor durch die Nummer 5, Larissa Heil. Verkürzt auf 7:14. Und auf der anderen Seite gibt es Stürmerfolg gegen Franziska Hepple. Zweimal gut gezogen, jetzt auf der anderen Seite selber eins begangen. Viele Einzelaktionen, womit man versuchen will, zum Torabschluss zu kommen. Man sieht eben halt, dass es wenig Möglichkeiten dabei sind, spielerische Mittel hervorzurufen. Auf der anderen Seite scheidet Marin Tegler, nachdem sie frei war, an der Torhüterin mit der Nummer 1, Nicole Hillig. Und jetzt verkürzt TuS Lindfort auf 8:14. Man sieht, dass Marina Bratenkova komplett umstellt. Franziska Hepple jetzt auf der linken Seite im Angriff. Franka Kühne auf der rechten Seite und auf der Mitte eben halt die angesprochene Susanne Möller. Die jetzt aufgelöst hat auf die Kreisposition. Eigentlich Fuß. Ball bleibt aber im Spiel, wird neu aufgebaut. Sehr gut freigespielt und Stefanie Lars macht einen weiteren Treffer zum 15:8.
ja, das Spiel gibt uns ein bisschen Zeit, um mal auf die Liga einzugehen. Ich habe es ja schon angesprochen, die ersten 7 Mannschaften von 12 qualifizieren sich sicher für die neue eingleisige zweite Liga, die es nicht nur im Männerhandball geben wird, sondern auch eben halt im Frauenhandball. Die ersten 7 sind sicher dabei. Nach dem Rückzug von TV Mainzler haben der 8. und der 9. noch die Möglichkeit, sich dazu zu qualifizieren, während Stefanie Lars aus dem Konter einen weiteren Treffer zum 16:8 erzielt. Ja, wie gesagt, die ersten 9 Mannschaften haben also rein theoretisch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und wenn man eben halt sieht, welche Mannschaften von 8 bis 12 mit dabei sind, da sind da einige prominente Mannschaften mit dabei, die vielleicht vor der Saison das noch gar nicht so erwartet haben. Mit dem SC Greven, mit den Füchsen Berlin oder auch eben halt TuS Lindford sind eben halt mit als Favoriten für die eingleisige zweite Liga reingegangen. Und wenn man dann eben halt sieht, dass Mannschaften wie Wolfsburg, die mit 0,8 Punkten gestartet sind, schon damals als sicherer Absteiger galten, jetzt mittlerweile ein sicherer Kandidat für die Playoffs sind, vorne mit bei sind. TSG Wismar, auch der MTV Alt Landsberg, hat man so sicherlich nicht weit vorne erwartet. Ganz unangefochten natürlich in der Liga der Absteiger aus der ersten Bundesliga Celle, die jetzt hier mit 28:0 Punkten führen, die auch sicherlich sicher für die Playoffs qualifiziert sind. Auch hier wieder nur eine Einzelaktion. Und Antje Borkowski hält diesen Ball auch wieder. Und die Lücke hat sie gut gesehen und gut den 7 Meter rausgeholt. Franziska Kleppler, das ist ihre Spielweise. Schnelles Tempo, Bezug zum Tor. Hier reicht es aus, gerade zum Tor zu gehen, sonst hat sie auch ein hervorragendes 1-1. Doppelter Wechsel. Einmal die 7-Meter-Schützin wird eingewechselt bei der TSG Wismar, Ludmila Mamacek und auf Lindforter Seite wird die Torhüterin immer neu gewechselt. Im Tor jetzt Julia Hubert. Aber auch das bringt nichts. Erneut trifft Ludmila Jamacek zum 18:9 nach gespielten 25 Minuten. Vielleicht sollten wir der Torhüterin mal einen kleinen Tipp geben, dass Ludmila Jamacek meistens immer rechts unten wirft. Und hier wieder erneut der Ballverlust. Den hat sie noch. Stefanie Lars, nachdem das Zuspiel von Susanne Möller etwas unsauber kam. Oh yeah, hervorragend gespielt. Den offensiven Abwehrspieler hinter. Den Pass hinterm Rücken lang gespielt. Franziska Hebler zu Franka Kühne. Und sie trifft zum 19:9. Ja, eine sehr einseitige Partie mit vielen Fehlern auf Lindforter Seite. Mit wenig Zug zum Tor, mit vielen Einzelaktionen. Und hinten in der Abwehr eben halt die gewisse Schwäche. Mit dem Schritt zu spät immer am Gegenspieler dran zu sein. Dadurch eben halt auch schon die Zeitstrafen und die zahlreichen 7 Meter, die es der TSG ermöglicht haben, zu relativ einfachen Toren zu kommen. Hier gibt es dann aber einen 7 Meter für den TuS Lindford. Und auch die TSG wechselt ihren Torhüter. Es kommt neu ins Tor mit der Nummer 1, Justine Steiner. Und sie tritt an gegen die Nummer 5, Larissa Heil. Ah, da saß sie zu früh. Ich wollte gerade nur sagen, hoffentlich hat sie einen ähnlich guten Start in die Partie wie ihre Mitspielerin.
Arme Pech, Franziska Heppler. Bei so einem Spielstand darf sie sich auch mal so einen Wurf nehmen. Denn mittlerweile kann dieses Spiel nicht mehr sein als ein besseres Trainingsspiel. Trotzdem nimmt Patenkova die Auszeit. Vielleicht gibt sie jetzt schon mal die ersten Ratschläge mit auf dem Weg, was ihre Mannschaft mal neu zusätzlich ausprobieren kann für die nächsten schweren Spiele, die ihm bevorstehen in der Liga, um eben halt auch sicher dabei zu sein bei der eingleisigen zweiten Liga. Weiter geht's, noch 2 Minuten und 20 Sekunden zu spielen beim Spielplan von 19 zu 10 für die TSG. Da hat Franziska wieder nochmal Glück gehabt, dass sie den Ball noch bekommt. Und hier sieht man einfach die Klasse. Ja, das Anspiel von Stefanie Lars zu Evelyn Schulz. Noch nicht mal wirklich sauber gespielt, aber sie holt sich den Ball und erholt dadurch einen 9 Meter raus für die TSG. Und es kommt wieder mit der Nummer 18, Ludmila Jamacek. Jetzt war die Torhüterin dran, hat endlich die Ecke erahnt. Und mit einer kleinen Verzögerung kann man sagen, sie hat den Ball gehalten. Aber auf der anderen Seite ist Evelyn Schulz in Abwehr auch sehr präsent. Franka Kühne genauso. Sehr aggressiv auf den Beinen, sehr laufstark. Stefanie Lars verliert dort auf der Außenposition den Zweikampf.